Technische Sammlung menschlicher Schöpfungen enthält ein technisches Gerät, das allen Bewohnern der Erde schnell und problemlos Zugang zu all jenen Informationen ermöglicht, die in einem aus Milliarden Kristallen zusammengesetzten System gespeichert sind. Man braucht dazu nur ein kombiniertes Bild- und Tongerät. Hat nicht jeder von uns unzählige Male dieses kleine Gerät aus der Tasche gezogen, die Zentrale der Bibliothek angerufen und ein bestimmtes Werk angefordert, um es bereits eine Sekunde später auf dem Bildschirm vor sich zu haben? Dieser Ausschnitt aus Stanislaw Lems Roman aus dem Jahr 1954 liest sich heute so, als würde der Schriftsteller schon damals unsere Smartphones gesehen und seinen Zeitgenossen beschrieben haben. Lems Werke wurden in 41 Sprachen übersetzt und insgesamt mehr als 30 Millionen Mal auf der ganzen Welt verkauft. In seiner Heimat wurde er jedoch die meiste Zeit als Outsider betrachtet. Wer war dieser Mann? Wir wissen, dass sein Vater Samuel Lem, ein angesehener Hals-Nasen-Ohren-Arzt, aus einer ziemlich gut situierten polnisch-jüdischen Familie stammt. Die Tatsache, dass er seinem Sohn den Vornamen Stanislaw gab, deutet darauf hin, dass er mit seiner Entscheidung für Polen und die polnische Kultur einverstanden war. Der Vater erinnert an die Figuren in den Romanen von Bruno Schulz. Er hat etwas Magisches. Er wirkt sehr real. Er ist Arzt und wir wissen, was er tut. Gleichzeitig ist er der große Weltmagier aus der Kinderwelt von Stanislaw Lem, der wie ein Geist über ihm schwebt. Im Grunde genommen ist Stanislaw ein unheimlich einsames Kind. Seine Leidenschaften schotten ihn komplett von der Realität ab. Ich habe mich hauptsächlich damit beschäftigt, verschiedene Maschinen selbst zu bauen. Das habe ich schon von klein auf immer gemacht. Ich habe den Türrahmen in Mutters Zimmer verbrannt, weil ich dort chemische Experimente durchführte. Ich habe tatsächlich verschiedene solcher Sachen gemacht. Ich schlug einen Nagel in einen Geschirrschrank, weil ich einen Haken für meine Seilbahn brauchte. Solche Dinge. Er pinkelte in eine Spieluhr, die er vorher unbedingt haben wollte. Aber sobald er sie besaß, wollte er sie zerstören, ihre Magie auslöschen. Er stellt Ausweise und Bescheinigungen her, als würde in ihm ein idealer Bürokrat stecken. Alles sieht so aus, als würde er um sich herum eine Schutzbarriere aufbauen, um eine Welt zu erschaffen, in der er sich sicher fühlte. Und dann kommt das Jahr 1939 und er muss mit ansehen, wie eine fremde Macht in seine Stadt eindringt. Als Stanislaw Lem 18 Jahre alt ist, hört das polnische Lemberg auf zu existieren. Die Stadt wird zuerst von Deutschen angegriffen, dann infolge des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes an Stalin übergeben. Am 22. September 1939 kapitulieren die von zwei Feinden eingekreisten polnischen Verteidiger. Aus den Seitenstraßen kamen die russischen Soldaten. Ich weiß nicht warum, aber das waren ausschließlich Mongolen. Jeder hatte in der rechten Hand einen Nagant-Revolver und in der linken eine Granate. Sie haben unseren Soldaten befohlen, von den Pferden zu steigen, die Gürtel abzugeben und wegzugehen. Die ganze riesige Schnur von Gespannen, Kanonen und so weiter blieb also auf der Straße. Unser Hausmeister, wir wohnten damals in einem Mehrfamilienhaus, war Zeuge Jehovas. Er legte den Pferden Decken auf den Rücken. Polen war besiegt. Die Macht zerfiel. Und wir alle standen da und weinten. Kurz nachdem ich das Abitur bestanden hatte, kamen die Russen. Obwohl ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, wurde ich nicht zugelassen, weil ich eine bürgerliche Herkunft hatte und mein Vater damals ein wohlhabender Arzt war. Er musste seine Beziehungen spielen lassen. Und so habe ich angefangen, Medizin zu studieren, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich habe jedoch begriffen, dass, wenn ich nicht Medizin studiert hätte, sie mich in die Rote Armee aufgenommen hätten. Und das wollte ich noch weniger. Als mein Vater im Krankenhaus war, kam ein uniformierter Beamter des NKWD zu uns. Er brauchte ein Zimmer. Meine Mutter hat ihn sanft aus der Wohnung herauskomplimentiert. Als mein Vater das hörte, hat er sich sehr erschrocken. Der Beamte kehrte aber zu uns zurück. Er hat bei uns gewohnt, in einem der besten Zimmer, einem Spielzimmer. Als die Russen vor den Deutschen flohen, ging ich in sein Zimmer und sah, dass dort viele mit Poesie beschriebene Blätter lagen. Unser NKWD-Offizier war ein Dichter, gleichzeitig ein Dichter.
Samuel hatte sicher Mittel, um seine Familie zu beschützen. Wahrscheinlich hat er jemanden, der krank geworden ist, behandelt. Und dieser jemand war bestimmt ein bedeutender russischer Offizier oder jemand aus dessen Familie. Der Hitler-Stalin-Pakt hält keine 2 Jahre. Im Juni 1941 greifen die Deutschen die Sowjetunion an und kehren nach Lemberg zurück. Als die Wehrmacht 1941 die Sowjetunion überfiel, befand sie sich auf einem Gebiet, das sie gerade selbst erst erobert hatte. Die Sowjetunion hatte die dortigen Eliten deportiert, einen Teil von ihnen umgebracht und dafür gesorgt, dass die einheimische Bevölkerung mit der sowjetischen Verwaltung zusammenarbeitete. Als dann die Deutschen kamen und die sowjetische Verwaltung zerstörten, hatte die einheimische Bevölkerung allen Grund dazu, den Eindruck zu vermitteln, sie habe nicht mit den Sowjets zusammengearbeitet und sei bereit, die neuen Herrscher anzuerkennen. Die Sowjetunion hatte diese Städte, Lemberg und viele andere, gerade erst Polen weggenommen und viele Ortsansässige hatten mit den Sowjets kooperiert. Diesmal verhielt sich die Bevölkerung anders. Viele wollten zeigen, dass sie mit den Deutschen zusammenarbeiten wollten und wendeten sich gegen die Juden. In Lems Erinnerungen gibt es viele rätselhafte Orte. Eine dieser Erinnerungen kreist um den Leichenberg im Gefängnis in Brigitki nach dem Rückzug der Russen. Lem erzählte, dass die Deutschen kamen und den Einwohnern befahlen, die Leichen wegzutragen und zu entsorgen. Er hat dies aus der Perspektive des passiven Beobachters erzählt. Ich habe eine irrsinnige Situationskomik gespürt und gleichzeitig wurde mir klar, dass es jetzt am wichtigsten ist, einen klaren Kopf zu behalten. Ich habe also beschlossen, an die Reinkarnation zu glauben. Den süßlichen Leichengeruch in der Luft habe ich erst realisiert, als ich das Tuch gesehen habe, das sich ein Offizier vor die Nase hielt. Ich sagte mir, dass ich in dem Moment, wo ich erschossen werde, in den Körper des Deutschen einfließen werde. Ich wusste, dass diese Idee ein kompletter Schwachsinn ist, weil der Platz in dem Körper schon besetzt war. Aber das hat mich damals nicht gestört. Ich wurde von diesem Menschen bereits in gewisser Weise unterstützt. Er sollte mir helfen. Ich verlange einen Volontär. Mir wurde sofort klar, dass ich aus der Reihe heraustreten musste. Ich wusste nicht genau warum, aber ich habe gespürt, dass, wenn ich es nicht täte, es für mich ganz furchtbar wäre. Wenn sich niemand meldet, ich werde alle töten. Ihr habt 15 Sekunden. Ich brauchte keine Scheinbeweise, um zu wissen, dass wir alle sterben müssten, wenn keiner aus der Reihe heraustrat. Also würde der, der es jetzt tat, eigentlich gar nichts riskieren. Das war einfach, klar und sicher. Ich habe das Verhalten der Deutschen nicht analysiert. Sie verhielten sich wie schicksalhaft und das musste nicht unbedingt erklärt werden.
Diese Erinnerungen verfolgen Lem bis zu seinem Lebensende. Nicht nur diese Erinnerungen, sondern auch zwei Fragen. Warum habe ich überlebt? Und warum haben die Deutschen das gefilmt? Sie machten davon Filmaufnahmen, damit diese Bilder auch später noch gesendet würden. Sie sollten auch in Zukunft noch in anderen Filmen auftauchen. Das waren vor allem Propagandabilder. Diese Filme sollten eine Botschaft transportieren, dass es nicht Deutsche waren, die hier ein groß angelegtes Programm zur Diskriminierung, Verschleppung und Vernichtung von Juden organisierten, sondern dass die Einheimischen in Osteuropa sich spontan gegen ihre jüdischen Beherrscher auflehnten und sie umbrachten. Das Leitbild der Propaganda war, Juden sind Kommunisten und Kommunisten sind Juden. Und in dem Moment, in dem die Deutschen einmarschieren, werden sich die Einheimischen in ihrem berechtigten Zorn erheben und ihre jüdischen Beherrscher angreifen, die auch ihre kommunistischen Beherrscher sind. Wir sehen hier Antisemitismus, aber auch Rassismus gegen Osteuropäer. Das Bild von unzivilisierten Barbaren, die einzig und allein andere Menschen mit stumpfen Gegenständen erschlagen können. Der 20-jährige Stanislav Lem arbeitet in den Garagen der deutschen Firma Rohstofferfassung, die die sogenannten guten Papiere ausgibt. Ein Teil der lembergischen Juden kann so bis zum Jahr 1943 überleben. Das letzte Jahr der deutschen Besatzung verbringt die Familie Lem in einem Versteck. Die Einzelheiten bleiben vielleicht für immer ein Geheimnis. Dann kommt das Jahr 1944 und damit die nächste Katastrophe, die in der Volksrepublik Polen lange als Befreiung bezeichnet wurde. Für die Familie Lem war das selbstverständlich eine Befreiung von der unmittelbaren Todesgefahr. Gleichzeitig bedeutete es jedoch, dass ihre Welt definitiv zu Ende war. Lem war in einer heiklen Lage. Seine Arbeit in den Garagen der deutschen Firma konnte man so oder so betrachten. Einerseits schlicht als Broterwerb, andererseits als Kollaboration mit den Deutschen. Für Letzteres wurde man mindestens 10 Jahre lang ins entfernteste sibirische Lager geschickt. Es konnten aber auch 25 Jahre werden. Und manchen ist es noch schlimmer ergangen. Die Lems haben sehr lange gehofft, dass Lemberg polnisch bleiben würde. Selbst nach der Konferenz von Jalta glaubten sie, dass vielleicht der Grenzverlauf doch noch geändert würde und sie ihre Stadt nicht würden verlassen müssen. Es war unvorstellbar, diesen Ort einmal verlassen zu müssen. Er war wie ein Teil des Himmels. Kann man auf den Himmel verzichten? Mir schien es unmöglich zu sein. Sie haben einen der letzten Transporte genommen. Sie sind lebendig und gesund angekommen, mussten jedoch ihr gesamtes Vermögen in Lemberg zurücklassen und waren ohne Geld in einer fremden Stadt. Ich glaube, das ist eine ziemlich drastische Erfahrung. Mitzubekommen, dass alles, was man für selbstverständlich gehalten hat, sich von einem Tag auf den anderen verändern kann. Und das ist nicht nur etwas, wovon kreative Schriftsteller wie Lem gesprochen haben. Auch ganz normale jüdische Jungen und Mädchen, Männer und Frauen schreiben später darüber. Von einem Tag auf den anderen kann die ganze Welt sich völlig verändern. Vielleicht ist Lem genau deswegen der Schriftsteller, den wir kennen. Wenn du in einer Welt lebst, in der du nicht sicher sein kannst, ob du überleben wirst und wann das alles enden wird, es ist wie in einem ständigen Albtraum, aus dem du nicht entkommen kannst. Wie soll eine solche Situation dich als Person und als Autor unberührt lassen? Lem hat seine Erlebnisse niemals direkt erzählt. Unmittelbar nach dem Krieg hat er jedoch einen Roman über die deutsche Beseitigungsaktion der psychiatrischen Kliniken geschrieben, das Hospital der Verklärung. Das in dem Roman enthaltene Grauen wurde von seinen Erlebnissen inspiriert. Der Transport aus Lemberg kommt in Krakau an. Die Eheleute Lem mit ihrem Sohn bekommen eine winzige Wohnung in der Schlosskastraße. Dr. Lem, der nicht mehr ganz jung ist und obendrein an Angina pectoris leidet, muss nicht nur wieder seiner täglichen Arbeit nachgehen, um die Familie zu ernähren. Er muss sogar als einfacher Arzt praktizieren, weil er keine Beziehungen an der medizinischen Fakultät der Jagiellonen-Universität hat. Er wird noch 9 Jahre leben, bevor er an Herzversagen stirbt.
Stanislaw Lem fängt wieder an zu studieren. Ich hatte damals erfahren, dass man, wenn man in der Volksrepublik Polen einen medizinischen Abschluss hatte, zum Militär geschickt wurde, und zwar für immer. Also bin ich nur mit dem Abgangszeugnis auf der Straße gelandet. Lem freundet sich mit der Redaktion der Allgemeinen Wochenzeitung an, der einzigen Zeitung hinter dem Eisernen Vorhang, die von der Kommunistischen Partei unabhängig ist. Sie war katholisch, aber offen für Atheisten. Lem hat bis zum Ende seines Lebens mit ihr zusammengearbeitet, obwohl er nie bekehrt wurde. Als ich noch ein junger Heimkehrer aus Lemberg war, habe ich das Schreiben als eine Erwerbstätigkeit betrachtet, weil wir als Heimkehrer aus dem Ostblock sehr arm waren. Und ich habe meine Texte an verschiedene Zeitungen verkauft, um etwas zu verdienen. Später habe ich angefangen, es immer mehr ernst zu nehmen, weil ich das Gefühl hatte, dass man für das, was man schreibt, verantwortlich ist. In einem totalitären System muss jeder einen konkreten Beruf ausüben. Lem will nicht Arzt werden, er will Schriftsteller werden. Aber die in Zeitungen veröffentlichten Erzählungen reichen nicht aus für seine Anerkennung. Im Tatra-Gebirge lernt er zufällig den Chefredakteur des Leser-Verlags, Jerzy Panski, kennen. Wir haben viel miteinander geredet. Ich habe ihm gesagt, dass es schade sei, dass in Polen keine Science-Fiction-Romane veröffentlicht werden, die ich selber sehr mag. Daraufhin hat er mich gefragt, ob ich so einen Roman schreiben würde. Warum nicht, habe ich geantwortet. Mehr wurde dazu nicht gesagt. Nach ein paar Wochen kam aus dem Leserverlag ein Vertrag mit einer leeren Spalte für den Titel. Ich habe Astronauten reingeschrieben, obwohl ich damals überhaupt nicht wusste, worüber ich schreiben werde. Durch die Astronauten oder auch Der Planet des Todes wurde Lem in der ganzen Sowjetunion berühmt. Besonders beliebt wurde er in Deutschland. 1960 wurde der Roman von dem DDR-Regisseur Kurt Mäzig verfilmt. Er lernt eine viel jüngere Medizinstudentin kennen, Barbara Leśniak. Wie er erzählt, schafft er nach langen, fast 3 Jahre andauernden Annäherungsversuchen, sie zur Heirat zu überreden. Stanislaw und Barbara Lem verbringen fast 60 glückliche Jahre miteinander. Erst sein Tod im Jahr 2006 trennt sie. Ale czymże jest jedno oko wobec komunizmu? Co ty tak milczysz, praksy wcichnę, moja towarzyszka i poniekąd żono, jak to milczysz? Jak tak milczysz, to ci powiem, że istotnie jakby wąż ugryzł mnie w serce. Wiesz? No jednak musi mieć fajnie, mieć własne auto i lodówkę, a nawet willę. Nie spodziewałem się tego po was towarzyszu mężu. Pan na tośmy robili w 19 roku rewolucję, żeby rozjeżdżać w jakieś auto, żeby mieć zapojedane lodówki. Co ty się jeszcze zachciewa? Możesz to teczki do zębów, a palcem nie łaskał. Pamiętaj, że się... Mężu, rzuć to korzenie, to plugawe korzenie przed zachodem. Na to ci lodówka, co będzie w niej czymu? Gaciu, przestań, bo później go wyczerp tego nie radzę. On ci wybije lodówkę z kłopu.
Oj, bracie, ja sam byłem w Paryżu. Oj, ten Moulin Rouge, oj, te kobitki sprzedajne, oj, ta golizna, oj, kochany, gniejący kapitalizm, kapitulcie, kapcie, pipcie, dajcie mu złoty imperioluncie, kochany. A my co? A może my się mylimy, Warfa, Motwiej Iwanowiczu, ha? A może tobie, któremu władza radziecka łabuje brzuch kawiorem, nie godzi się oblizywać pyszczyska na myśl o upadku ciała, albo że nie napisałeś poematu o młodym Józefie, co? Przypomnij sobie. Für seine engsten Freunde macht Lem die Erniedrigung. Eine Farce, die die kommunistische Propaganda parodiert. Hätte es in diesem Freundeskreis einen Denunzianten gegeben, würden alle in Todesgefahr schweben. Aber statt eines Denunzianten ist da Roman Husarski, mit dem Lem für Geld ein propagandistisches Theaterstück schreibt. Die Yacht Paradise, das im Jahr 1950 aufgeführt wird. Pańskie nazwisko, generale, wyryte jest złotymi zgłoskami w historii Stanów. Pan jeden z pierwszych był na terytorium Hiroshimy, prawda? Tak. Zwiedziłem ją dwa dni po kapitulacji. I był pan w miejscu, gdzie wybuchła bomba. Co za fantastyczne widoki musiał pan oglądać. Wszystko rozatomowane. Zazdroszczę panu. Później były w obiegu tak zwane pamiątki z Hiroshimy. Za ładniejsze okazy płacono grube sumy, ale podobno wiele było imitacji. Ale ten drobiazg z pewnością jest autentyczny. A cóż to jest? Kość? Nie. Grzechotka. Zwykła grzechotka. Ostrożnie. No, cóż tym jest osobliwego? A zwróćcie panowie uwagę na te cztery ciemne plamki. O, tutaj zobaczcie. Tak, to wygląda jak odciski palców. Bo też to jest ślad rączki dziecka. W chwili wybuchu została zwęglona. A dziecko? Dziecko też. No to wszystko, co po nim zostało. Es gab sehr viele Menschen, die im Kommunismus eine Chance gesehen haben, ihn aber nicht uneingeschränkt akzeptierten. So war es bei Lem. Wenn er etwas nicht akzeptieren konnte, dann vielleicht, dass es eine, lassen Sie es mich marxistisch sagen, geschichtliche Notwendigkeit gebe. Dass man diesen Lauf der Geschichte nicht verändern oder rückgängig machen könne und sich somit daran anpassen müsse. Ich stehe zu dem, was ich geschrieben habe. Ich gehöre zu den Glückspilzen, die sich für das, was sie geschrieben haben, nicht schämen oder verstecken müssen. Denn zu dieser Zeit hat Stalin die Literatur unterstützt und den Schriftstellern gesagt, schreibt die Wahrheit. Diese netten Worte haben auf eine besondere Art und Weise mein Handeln bestätigt, weil ich selber Probleme hatte, den Begriff Wahrheit zu definieren. Der Kreis der Allgemeinen Wochenzeitung formt seine politischen Ansichten. Die sucht nicht die direkte Auseinandersetzung mit der damaligen Regierung, nutzt aber jede Chance, das System friedlich zu demokratisieren. Lem lernt hier einen seiner besten Freunde, Jan Josef Stepanski, kennen. Stepanski lädt ihn ein, in der geheimen polnischen Unabhängigkeitsbewegung mitzuarbeiten. Im Rahmen dieser Mitarbeit veröffentlicht Lem seine politischen Analysen unter den Pseudonymen Desmann Strohbunde und Kenner Fachmann in der Emigrationspresse. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Ideje socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Nach der Wende im Oktober 1956 erscheint uns dieser Lem schon Erwachsener. Er hat alles, was ihn krank machte oder was er loswerden wollte, hinter sich gelassen. Er entspringt uns wie Minerva aus Zeus Kopf. Er ist gereift und es ist die Zeit, in der seine besten Bücher entstehen, die ihn zu dem Lem machen. Und ihm nicht nur in Polen, sondern weltweit Renommee und Bedeutung verleihen. Zwar verkaufen sich seine Bücher zunächst nur auf dem polnischen Markt, später beginnt jedoch über den DDR-Markt seine europäische und später auch weltweite Karriere. Ende der 50er Jahre beginnt das goldene Zeitalter des künstlerischen Schaffens von Stanisław Lem.
Zu dieser Zeit schreibt er seine berühmtesten Bücher. Die Stern-Tagebücher werden im Jahr 2007 vom ZDF verfilmt. Die Erzählung "Gibt es Sie, Mr. Jones" wurde von Andrzej Wajda im Jahr 1968 verfilmt. Deshalb. Der Futurologische Kongress, verfilmt von Ari Folman im Jahr 2013. Kyberiade, die im Jahr 2011 Google Doodle inspiriert hat. Und vor allem sein bekanntester Roman Solaris, der mehrmals verfilmt wurde, unter anderem durch Andrzej Tarkowski und Steven Soderbergh. Vielleicht. Lem ist in den Blutkreislauf der amerikanischen Kultur eingegangen. Im Ernst. Es gibt so viele Sachen, bei denen du sagen kannst, das stammt von Lem. Von daher, ja klar, er war auf jeden Fall erfolgreich. Vielleicht nicht übermäßig erfolgreich, aber kennen Sie dieses SimCity? Das ist auch so ein Beispiel für etwas, das auf eine Idee von Lem zurückgeht. Er hat vieles von der Mikrominiaturisierung, die wir jetzt erleben, vorhergesehen. Auch die virtuelle Realität hat er vorausgeahnt. Er hatte andere Begriffe dafür. Aber es gibt so viele Dinge, die er in Summa Technologiae schon vor so langer Zeit angesprochen hat. Er war ein Prophet. Wenn es um Solaris geht, dann habe nicht ich diesen Roman geschrieben. Das Buch hat sich selbst geschrieben. Ich meine damit natürlich nicht, dass durch mich irgendwelche medialen Kräfte geflossen sind. Wenn ich eine Seite geschrieben hatte, wusste ich nur nicht, was ich auf der nächsten schreiben würde. Dann hat mir irgendwas gefehlt. Ich weiß nicht, was mir gefehlt hat. Ich konnte das Buch einfach nicht zu Ende bringen und es lag ein ganzes Jahr lang da, bis ich endlich das letzte Kapitel geschrieben habe. Genau hier war ein mit Steinen belegter Ort, an dem Lagerfeuer angezündet wurden und mein Onkel seine Manuskripte bzw. abgetippten Texte verbrannte, mit denen er unzufrieden war. Hier gab es früher nur eine Wiese, keine üppige Pflanzenwelt. Diesen Baum hat mein Onkel gepflanzt. Wenn er am Steuer eines Autos saß, kam immer der Geschwindigkeitsjunkie zum Vorschein. Das, was man dann hören konnte, war eine ruhige, zugleich aber auch bestimmte Stimme von meiner Tante, die sagte: Staszek, fahr langsamer. Lem fährt immer wieder nach Krakau, weil das Dorf Kline ziemlich weit von der Stadt entfernt ist. Das ist bis heute so. Er fährt nach Krakau zu einem neu erbauten und modernen Hotel namens Krakowia, wo es eine wunderbare Konditorei gibt. Das Gebäck dort ist sein Lieblingsdessert. Die Krakowia selbst scheint für ihn angesichts des damaligen polnischen Grauens ein vertrauenswürdiger und beachtenswerter Ort zu sein. Die Dekade der 60er Jahre endet im März 1968, noch bevor die 60er Jahre tatsächlich zu Ende sind. Es ist ein schwarzes Datum in der polnischen Geschichte. Ein schwarzes Datum nicht nur, weil die Juden und die intellektuelle Elite verfolgt wurden, sondern auch wegen der allgemeinen Stimmung, die in Polen einkehrte. Znajduje się w naszym kraju określona ilość ludzi, obywateli naszego państwa,
która nie czuje się ani Polakami, ani Żydami. Nie można mieć do nich o to pretensji. Nikt nikomu nie jest w stanie narzucić poczucia narodowości, jeśli go nie posiada. Genau zu dieser Zeit, genau im März 1968, kommt das einzige Kind von Stanisław Lem zur Welt, Tomasz Lem. Ein spätes Kind, wohl wegen der Kriegserfahrungen von Lem. Sehr lange Zeit wollte er gar keinen Nachwuchs haben. Er war der Auffassung, dass die Welt es nicht verdient hatte, dass neue Existenzen ins Leben gerufen wurden, solange nicht klar war, was mit ihnen passieren würde. Die Bilanz der 60er Jahre, der Hoffnungen nach dem Oktober 1956, der Illusionen und schließlich der bitteren Enttäuschung im Jahr 1968, drückt sich aus in der Erzählung mit dem Titel »Die Rekonstruktion der Menschen«, die erst im Jahr 1976 veröffentlicht wurde. Es ist eine sehr verschachtelte Geschichte, die zwei Erzählungen beinhaltet. Die erste, die Rekonstruktion der Gattung, erzählt die Geschichte eines Orchesters. Co? Perkusista? Odsiadaj tam, wybył na mano perkusista, czy się zdasz, obaczym. Siadajże waść. Uwaga! Na miejsca. Zaczynamy. Pod naszą batutą, na moją komendę, ku harmonii sfer, za mną grać! Sali go nie postrzegacie. Nie może to być. Widzi mi się wykapane goryllium. Waszmość, wszystkich ono po kolei pożre nas. Istotnie nie z gorzej, waszmość, grałeś, lecz gdy dochodzę do treli meli diri budida, musisz nie łudu barambam, lecz łup dup dara. Na Boga żywego, milcz waść. Jeszcze nie ta muzyka, co ma być. Jeszcze nie ma wiary, prawdy, nadziei.
miłości! A też harmonijnej melodii dziejów. Prędzej, lepiej, wyżej, bo król nie zadowolon. Bando powątpiewająca! Jak śmiecie powątpiewać w ha! Syfy? Chłopki! A jakżeż tak można zacnych muzykantów na surowo żreć? To ja tu teraz mówię weto królu zbawnocy! I weto, panowie bracia! I póki ciebie tędy, tu gie będzie, a nie harmonia sfer! Als ich ihn besuchte, zeigte er mir diese Geschichte. Und er sagte, sowas zensieren sie heutzutage. Es war ein sehr lustiger Text und es war eine Satire auf die Sowjetunion. Die Rekonstruktion des Menschen kann wegen der Zensur lange nicht veröffentlicht werden. Die Erzählung erscheint schließlich im Jahr 1976 in dem Band Die Maske. Die Titelerzählung wird 2010 von den Brüdern Quay verfilmt. Es ist ein politischer Text, der von einem Roboter in Gestalt einer Frau erzählt, die auf Befehl der königlichen Polizei den Dissidenten verführen und töten soll. Die Geschichte der Volksrepublik Polen verlief zwischen sozialen Krisen und politischen Veränderungen. Die nächste Krise kam im Dezember 1970, als Edward Gierek zum ersten Sekretär der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei gewählt wurde. Für Lem ist es eine Erfolgszeit, vor allem weil seine Bücher mehrfach im Ausland verlegt werden. Es gibt sie nun nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Schon damals wurden sie in Dutzende Sprachen übersetzt. Darüber hinaus nimmt er an verschiedenen anderen Projekten teil, die die Kultur verbreiten. Er beginnt bei seinem Hauptverleger, dem literarischen Verlag, die Serie Stanisław Lem empfiehlt. Den Anfang finde ich gelungen. Das war dieses Buch Ubik von Dick. Er ist einer der eigenartigsten, ungewöhnlichsten Science-Fiction-Schriftsteller Amerikas. Ich bin ganz zufrieden mit mir, dass ich diese Wahl getroffen habe. Der literarische Verlag, der die Serie veröffentlichte, konnte Dick nicht in Dollar bezahlen. Normalerweise wurden solche Probleme so gelöst, dass der ausländische Schriftsteller sein Honorar in Zloty bekam und in Polen ausgab. So war es auch zwischen Lem und Dick besprochen. Aber im letzten Moment machte Dick einen Rückzieher. Zu der Zeit manifestierte sich seine psychische Krankheit. Er war fest davon überzeugt, dass die kommunistische Regierung ihn in eine Falle locken wollte und schrieb seine Anzeige an das FBI, wonach Lem gar nicht existiere, sondern nur ein Name für eine geheime Organisation sei, die die amerikanischen Science-Fiction-Schriftsteller verfolge. Im Jahr 1976 entstand das Komitee zur Verteidigung der Arbeiter. Die literarische Szene und der Kreis der polnischen Intellektuellen fingen an, sich zu spalten. Die Entscheidung konnte nicht mehr aufgeschoben werden. Lem war in einer besonderen Lage, die ihm gefiel. Einerseits konnte er es sich in seiner Position erlauben, die kommunistische Realität zu beurteilen und sich über sie lustig zu machen. Andererseits musste er in diesem System funktionieren. Er hatte eine sehr starke Position im polnischen Verlagswesen. Im Jahr 1975 beschließt die Regierung, die Verfassung der Volksrepublik Polen zu ändern und um zwei als unantastbar geltende Prinzipien zu ergänzen: die führende Rolle der kommunistischen Partei und das Bündnis mit der Sowjetunion. Gegen diesen Beschluss demonstrieren verschiedene Kreise, unter anderem die Schriftsteller und die Kulturelite.
Ein Vertreter aus Warschau reist nach Krakau, um die Unterschriften der Krakauer Schriftsteller unter einem Brief zu sammeln, der später als der Brief 59 in die Geschichte eingehen wird. In einer privaten Wohnung treffen sich die zukünftige Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska, ihr Lebensgefährte Kornel Filipowitsch, ein Freund von Lem, Jan Josef Stepanski, der Dichter Adam Zagajewski und Stanislaw Lem. Nach Angabe von Zagajewski ist Stanislaw Lem derjenige, der sich am lautstärksten gegen das System äußert. Aber am Ende ist er der Einzige, der den Brief nicht unterschreibt. Das war sein letzter Versuch, sich nicht auf einer Seite positionieren zu müssen. Man sollte noch hinzufügen, aus den Tagebüchern eines anderen Schriftstellers, Artur Mniejszewski, kann man erfahren, dass Lem diesen Brief in einer Anlage doch noch unterschrieben hat, aber erst nachdem die Liste der Unterschreibenden veröffentlicht worden war. Diese Anlage ist der Öffentlichkeit nie wirklich zugänglich gemacht worden. Ich dachte, ich sei nicht mehr imstande, überhaupt nur einen Funken Hoffnung zu haben und dass ich in dieser allgemeinen Hoffnungslosigkeit sterben würde. Ich wollte aber lieber mein Leben hier verbringen als irgendwo anders. Jetzt aber hat sich die Situation so sehr verändert, dass ich, obwohl es durchaus ein großes Risiko ist, es wage, Hoffnung zu haben. Er freut sich natürlich über die Bewegung Solidarność im August 1980, aber angesichts seiner historischen Erfahrungen ist er nicht ganz sicher, wie es weitergehen wird. Aus seinen Besuchen in der damaligen Allgemeinen Wochenzeitung konnte man deutlich erkennen, dass er große Angst vor der Zukunft hatte, dass er für sie schwarz sah. Zu Recht, denn im Dezember 1981 wird das Kriegsrecht verhängt. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do was jako żołnierz. Das Kriegsrecht erweckt in Lem die schlimmsten Erinnerungen. Mit Hilfe seines deutschen Verlegers fährt er nach Westen. Mein deutscher Verleger hat für mich in Deutschland so eine Art Schutzdach gemacht und ich bin hingefahren. Später bin ich nach Wien gefahren. Dort sind wir mit der Familie 6 Jahre lang geblieben. Als die Zeitung Die Welt in einem Artikel über mich schrieb, dass ich die Freiheit gewählt habe, habe ich geantwortet, dass das nicht stimme. Ich hatte immer noch einen polnischen Pass. Ich wollte die Möglichkeit der Rückkehr nicht verlieren, obwohl damals alles nicht so toll aussah. Als schließlich in der Sowjetunion die Perestroika begann, war Lem im Unterschied zu vielen anderen Kennern des Kremls der Meinung, dass sich etwas verändere und dass man etwas Besseres nicht erwarten könne. Er beschloss, Österreich zu verlassen und nach Polen zurückzukehren, wovon er wahrscheinlich schon seit längerer Zeit träumte. So kam es auch. Die Familie Lem kehrte 1988 in ihr neues Haus in Kline zurück. Lem hatte im Jahr 1978 angefangen, dieses Haus zu bauen, und es wurde während seiner Abwesenheit fertiggestellt. Hier wohnte er zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn. Die 90er Jahre, eine Zeit des freien Polens, ist auch die Zeit, in der Lem als Schriftsteller total verstummt. Stattdessen ist er in den Medien vielfach als Publizist und Essayist präsent. Ich glaube, dass jeder, der sich mit der Literatur beschäftigt und gegen sie ankämpft, eine Art Zwiespalt in sich trägt. Einerseits vertraue ich der Wissenschaft, ich verbeuge mich vor ihr, aber andererseits stelle ich die Wissenschaft in Frage. Ich pfeife auf sie. Um es primitiv auszudrücken, ich sehe alles, was daran gut und was daran schlecht ist, was sie den Menschen bringt, gebracht hat und wahrscheinlich irgendwann bringen wird.
Er bewunderte die Wissenschaft sehr. Ich würde vielleicht nicht sagen, dass sie für ihn Religion war, aber sie stellte für ihn den Wert der Menschlichkeit dar. Plötzlich jedoch hatte sich die Wissenschaft von einer unabhängigen, uneigennützigen, prometheischen in etwas gewandelt, das komplett dem Geld untergeordnet, merkantilisiert ist. Er, ein Verehrer des Fortschritts und der Vernunft, stellt gleichzeitig immer mehr dessen Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und dessen Rolle in der Geschichte in Frage. Holy shit, Martin. That's the other building. That's terrorists. Other building? That's terrorists, bro. Es ist eigenartig, dass auf dem gesamten vom Mond aus gesehenen Himmelsgewölbe die Erde der einzige blaue Planet ist. Von dort sieht man die Einheit der Erde, ihre Authentizität, ihre Homogenität und gleichzeitig ihre Einzigartigkeit. Und trotzdem gibt es kein Mittel, das verhindern kann, dass die Nationen oder die Menschen wild aufeinander losgehen und sich bekämpfen. Als ich das letzte Mal mit Lem sprach, war er schon sehr pessimistisch. Ich muss zugeben, dass unser Gespräch schon fast anekdotischen Charakter hatte. Im Verlauf unseres Gesprächs wurden wir plötzlich beide ohnmächtig. Das war eigenartig. Zuerst wurde ich ohnmächtig, ich weiß nicht warum. Ich spürte plötzlich, dass mein Atem und meine Gedanken zu Ende sind und dass ich runterfahre. Lem reagierte auf meine Bewusstlosigkeit, indem er ganz schwach wurde und zu Boden fiel. Barbara Lem legte uns in ein Zimmer, mich auf das eine Sofa und Stanislav Lem auf das andere. Als Ärztin wusste sie, was zu tun war, und hat uns wieder ins Leben zurückgeholt. Diese Mischung aus Ausgelassenheit und Kritik an der Zivilisation, die in einen totalen Widersinn verfällt, einerseits, und die Erschöpfung der physischen Kräfte und die Bewusstlosigkeit andererseits, waren für uns das Symbol für das Ende. Er diktierte mir sein letztes Feuilleton. Und noch in derselben Nacht bekam er einen Kreislaufzusammenbruch. Diesen Anfall hat er nicht überlebt. Dieses Feuilleton war sein letztes Wort. Noch heute läuft mir bei diesem Gedanken ein Schauer über den Rücken. Działa. Ich wollte mich mit dem Unglück, das die Brüder Kaczynski für uns vorbereiten, beschäftigen. Die rechten Bewegungen, die es in letzter Zeit in Polen gibt, gefallen mir überhaupt nicht. Plötzlich jedoch habe ich von russischen Internetsurfern 52 Äußerungen bekommen. Eins ihrer Internetportale hatte dazu eingeladen, mir Fragen zu stellen. Soll die Menschheit versuchen, die Wahrheit über das Leben nach dem Tod herauszufinden? Glauben Sie an dieses Leben? Glauben Sie, dass das Leben ewig ist? Na also, auf solche Fragen antworte ich nicht. To już wiem. Was ist für Sie Polen? Polen ist für mich der Ort, an dem mein Schicksal passiert. Und auch wenn ich manchmal denke, ich würde ihn gern verlassen, ist es heutzutage schwierig, auf der Welt einen sicheren Ort zu finden. Fühlen Sie sich an Ihrem Lebensabend immer noch als Pole? Als wer soll ich mich denn sonst fühlen, um Gottes Willen? Ich glaube an keine Entschädigung in einer anderen Welt, weil ich an keine andere Welt glaube. Ganz einfach. Ich glaube nicht an das Jenseits. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass es nach dem Tod, abgesehen von Staub bist du und zu Staub wirst du werden, eine ewige Ruhe gibt. Ewige Ruhe bedeutet ewige Ruhe und nicht das Nicht-Vorhandensein.
Ich habe getan, was ich konnte. Wenn es jemand besser kann, dann soll er es tun.